Mein Name ist Udo Dattee, ich bin Jugendleiter bei Oranje Berlin seit anderthalb Jahren und ich bin wie ganz viele Trainer in Berlin und in ganz Deutschland über meinen Sohn praktisch in diese Gruppe gestoßen und war dann von Anfang an mit dabei. Der Initiator von Oranje Berlin ist ein Holländer. Michael Keustra hat den Verein vor 4,5 Jahren ungefähr gegründet. Das heißt, im Jahr 2014 werden wir unser Jubiläumsjahr haben, 5 Jahre Oranje Berlin. Der Verein hat sich gegründet im Grunde genommen aus einer fußballspielenden Kita-Gruppe im Lietzensee in Charlottenburg. Und die Idee von Michel und den Mitstreitern, also den mir und anderen wie Vincent de Roos oder Benjamin Hologer war die Idee im Grunde genommen ein holländisches Konzept, wie man den Kindern Fußball beibringt, auch hier in Berlin zu etablieren. Die Idee war, ein bisschen was entgegenzusetzen zu dem Kinderfußball, wie er normalerweise heute auf Berliner Plätzen so vorherrscht. Unter anderem gibt es sehr viel Aggression und Gewalt teilweise auf Berliner Fußballplätzen, auch in den wirklich auf den Kleinfeldplätzen. Das war zusätzlich auch noch ein Grund, warum wir dachten, dass wir, wenn wir einen Verein gründen, von Anfang an versuchen, in unser Konzept die Eltern direkt mitzuerziehen, einfach eine andere Atmosphäre auf den Fußballplatz zu bringen. In den jungen Jahren wird man bei uns sowas nicht hören wie du fummelst zu viel. Ja? In den ersten 3-4 Jahren werden wir das nie einem Kind sagen, weil das ist natürlich das holländische Prinzip, dass man die Kinder immer in eine 1-gegen-1 Situation schickt und sie also dribbeln lässt. Und das ist das, was wir in den ersten Jahren eigentlich so versuchen, sportlich, inhaltlich den Kindern beizubringen und die Taktik oder das Gewinnorientierte und Positionstreue und festen Torwart und so, das machen wir dann alles erst später. Oranje Berlin hat sich vor 4,5 Jahren gegründet mit einer G-Jugend und einer F-Jugend sozusagen und wir sind wirklich in den Großfeldbereich in dieser Saison gewachsen. In der letzten Saison hatten wir noch eine Spielvereinigung mit CSV Olympia und in diesem Jahr haben wir eine B-Jugend und eine C-Jugend auf dem Großfeld und ansonsten bis zur G-Jugend runter, also dementsprechend D, E, F und G-Jugend und überwiegend 4 Mannschaften in einer Jugend, teilweise auch nur 3. Sodass wir auf insgesamt 15 Mannschaften kommen in dieser Saison. Wir wachsen sozusagen in den Herrenbereich erst rein und das ist vielleicht auch der Unterschied. Und unsere Vision ist, dass wir es schaffen, die Kinder wirklich an den Verein zu binden und nicht zu viele Kinder oder Jugendliche haben, die jetzt irgendwie schon 10 oder 15 Vereine auf ihrem Spielerpass haben, sondern die sozusagen bei Oranje Berlin groß geworden sind und das Fußballspielen gelernt haben und dann auch vielleicht unsere Herrenmannschaften unterstützen können. Das ist unsere Vision.